Haben Sie sich bei der Bestellung Ihres Rollos für eine Seitenführung entschieden, ist diese bereits am Rollo vormontiert. Sie brauchen für die Montage nur einen Akkubohrer, einen Seitenschneider und einen Bleistift. Bodenanker, Unterlegscheibe und Drahtspanner finden Sie wie den passenden Inbusschlüssel im Lieferumfang. Nutzen Sie darüber hinaus zum Untergrund passende Schrauben und Dübel. Führen Sie die Spanndrähte durch die Bodenanker, um deren Position zu bestimmen und zu markieren. Die Drähte sollten gespannt und gerade verlaufen. Bohren Sie an den markierten Stellen vor und setzen Sie, je nach Bodenbeschaffenheit, passende Dübel ein. Fixieren Sie anschließend den Bodenanker an seiner Position, ohne ihn ganz festzuschrauben. Setzen Sie dann den Drahtspanner in den Anker ein und fädeln Sie den Spanndraht durch ihn hindurch. Straffen Sie schließlich den Spanndraht und fixieren Sie seine Position mit der Stellschraube am Drahtspanner. Lösen Sie den Drahtspanner nun wieder aus dem Bodenanker, um diesen endgültig festzuschrauben. Schneiden Sie schließlich den Spanndraht so nah wie möglich am Drahtspanner ab und setzen Sie diesen wieder in den Bodenanker ein. Schieben Sie die transparente Unterlegscheibe zwischen Drahtspanner und Anker. Schon ist Ihr Rollo mit Seitenführung komplett. Wir hoffen, wir konnten Sie bei der Montage unterstützen und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Sensuna Qualitätsrollo.